Bullseye. Juti, it is time once more. TCG Card Shop Simulator. Kurzes Update vielleicht dazu. Also, es sind ein paar Tage vergangen seit dem letzten Recording. Kann also Regal verkaufen. Das gibt es bereits. Das nur so am Rande. Ich gucke mal eben in die Patch Notes, wenn ich es jetzt wieder finde, auf die Schnelle. Es wurden ein, zwei Sachen geändert. Tatsächlich nicht so viel, die uns aktiv betreffen. Aber fast daily Patches. Also wenn auch nur natürlich, ne, oft kleinere Sachen. Beginnend bei, das war glaube ich schon das Ausschlaggebendste am Anfang, die Menge der Miete, die berechnet wird, wurde von 50 auf 20 Dollar pro Expansion reduziert. Das heißt, wir haben ja zum Beispiel 300 gezahlt, haben den Laden ausgebaut, haben dann 350 bezahlt, würden dann da nur noch 320 bezahlen. Was natürlich schon angenehmer ist, weil ich glaube, Miete wirklich einen großen Teil einnimmt. Und, weiß nicht, das gibt halt einfach mehr Möglichkeiten, dann einfach andere Sachen zu kaufen. Sei es Regale, Möbel und so oder halt Produkte. Man kann auch die Regale jetzt verkaufen für die Hälfte des Preises, aber auch das ist, glaube ich, nicht so bad. Dadurch kann man einfach mal sagen, hey, wir testen das mal aus und dann... Wenn es nicht passt, dann kaufen wir uns was anderes dafür. Ansonsten viele Bugfixes. Unter anderem Playtable Customer Stuck and Unable to Progress to Next Day. Also das war bei uns nicht, dass wir nicht weitergehen konnten zum nächsten Tag. Aber die saßen da halt nach Feierabend, ne? Okidoki. Okidoki. Base-Mieten sind von 100 auf 50 Dollar pro Tag runter. Also auch da noch schon mal gut. Die Tischmiete quasi ist hoch auf 7 Dollar für das Standardding und 8 Dollar für dieses Arma, glaube ich, heißt es. Also auch da kriegt man ein bisschen mehr Geld zurück, was auch nicht bad ist. Und ansonsten ist, glaube ich, vor allem Bugfixes. PS4, PS5 Controller Support wurde geaddet. Es wurden Funktionen oder ich sag mal Tutorials geaddet, wie man irgendwelche Bugs fixt. Also teilweise haben Sachen nicht geladen oder so. Bis jetzt, Knock on Wood, hatten wir noch keine Bugs großartig. Also gerade in Sachen von irgendwas lädt nicht oder irgendwas funktioniert gar nicht. Prioritizing der Mitarbeiter wurde ein bisschen überarbeitet. Die Kunden, die gehen, weil ein schlecht riechender Kunde in der Nähe ist, ist jetzt nur noch auf eine bestimmte Range begrenzt. Also anscheinend haben die das früher im ganzen Laden gemacht, auch wenn er gar nicht in der Nähe war. Die Spawn Rate der Smelly Customers wurde reduziert und auch der maximale Smelly Customer Spawn Count. Weiß natürlich jetzt nicht, ob das gleichzeitig Account ist oder einfach so ein Daily Count. Also hey, du kannst maximal am Tag 10 Stück haben oder es können maximal 4 gleichzeitig sein. Ansonsten weiter Bugfixes, Worker Fixes, also Mitarbeiter Prioritizing oder Fixes. Zwei neue Sortiermethoden für die Kartenalben, Duplikate und Total Value. Weiß jetzt nicht ganz, wie sie das sortieren. Ob das einfach nur ist der Total Value des Slots, also dann hast du quasi, wenn du 500 von der kleinen Karte hast, aber nur eine von der größeren, dann ist die trotzdem weiter vorne, weil der Gesamtwert dieses Stapels, sage ich mal, höher ist als der einen selteneren Karte zum Beispiel. Vermute ich, dass das sowas die Richtung ist. Mehr Bugfixes, eine Currency haben sie den Namen geändert, aber keine, die uns betrifft. Und anscheinend gab es im zweiten Shop kein Schließen-Zeichen. Sorry, also dieses Schildchen gab es dann nicht anscheinend. Und more auto backup save files. Also einfach nur Sachen, die Bugs fixen, preventen, helfen, dass das weniger frustrierend wird, wenn mal ein Bug auftritt, also mehr save files und so, ne? Aber generell, glaube ich, gute Sachen. Was haben wir denn noch auf der Roadmap? Kundenbewertungs-App? Keine Ahnung, ob das vielleicht die Rate der Kunden dann steigert. Wenn die Bewertung hoch ist, kommen am Tag mehr Kunden. Maybe. Kundenhandelskarten. Okay, ist das so, dass die tauschen würden dann vielleicht? Turnier organisieren, dachte ich, dass das über die App ist. Aber ich glaube, das ändert nur einfach ein bisschen die Faktoren der Tische. So ein wirkliches Turnier ist das ja, glaube ich, nicht. Zufällige Ereignisse, weiß nicht, ob das irgendwie, keine Ahnung, Überflutung oder so, I don't know. Mehr Shop-Produkttypen,
Regale-Tischtypen, Trading-Card-Typen. Spiel mal das Trading-Card-Game, das könnte interessant sein. Das könnte aber auch gefährlich sein, ja, bin ich ehrlich. Shop-Deko, Bewertungskarte und Schwierigkeitsmodus. Naja, gut, gucken wir mal, gucken wir mal. Wir haben, wieso habe ich zwei Save-Files? Achso, das eine ist das automatische Speichern, naja. Wir haben eigentlich nur drei Slots. So, gucken wir mal, ob noch alles da ist. Das ist das erste Mal, dass wir wieder reinladen, glaube ich, ne? Sind ihm schon die Haare ausgefallen, weil der jetzt eine Woche hier saß? Gut, ne? Okay, wir haben $300. Regal ist anscheinend gestockt. Wir haben noch ein bisschen. Genau, wir haben hier ein bisschen Restock. Müssen wir natürlich uns selber ein bisschen reinfinden, dann wieder, was wir wirklich noch da haben und was nicht. Sterne sind noch am Start. Der zweite Regal ist leer. Könnten wir theoretisch nachfüllen, aber ist, glaube ich, ein bisschen early. Und nächstes Level, stimmt, nächstes Level kommen die neuen Karten für $800. Aber auch die Basissets bräuchte ich mal vielleicht. Gibt es hier ansonsten irgendwas, was direkt auffällt, irgendwas Neues? Nee, ne? Nee, nee, nee. Naja, gucken wir mal, wa? Gibt es das Plüschi, das wir als Super seltene Karte hatten? Nee, gibt es, glaube ich, nicht. Rex hieß das, ne? Oder sowas. Schade. Schade. Fragezeichen-Lizenz. Erwerben Sie eine Lizenz? Okay, interesting. Interesting. Na gut. Wir gehen zum nächsten Tag und gehen voll rein. Miete haben wir bezahlt anscheinend. Das ist gut. Also gut, die kommt jetzt wieder neu, ne? Logisch. Hallo. Und anscheinend spawnen wir jetzt irgendwie am Schild. Huch, Entschuldigung, Entschuldigung, ich bin verwirrt, ich bin neu hier. Was Steuerung? $90 haben wir jetzt. Genau, $50 plus 20 pro Erweiterung haben 90 schon mal deutlich besser als jeden Tag 200 wären das jetzt sonst gewesen, ne? Das ist schon crazy. Hi, hi, ein Basisset natürlich. Wie geht das hier? So, dann nehme ich das Geld entgegen. Tschüss, Katze. Und dann bekommen Sie Wechselgeld. Oh. Okay, Hallöchen. Sie wollen Karten? Ja. Und auch Sie geben mir Geld. Natürlich, das macht Sinn. Tschüss. Ja, wir schalten mal den Dings. Ja, ich will da auch mit E machen. Bei was war das mit E? Bei Contraband Police wahrscheinlich, ne? War Interaction viel E. Ich drücke die ganze Zeit E, wenn ich Sachen machen möchte. Aber hier ist gar nicht. E gibt's hier gefühlt nicht. Ja, haben wir was wo ist denn mein Album? Hier. Irgendwas, was wert ist? Sortieren, Preis. Wieso halten wir das so weit oben? Ja, ist was wert. Können wir machen. Marktpreis? Ja, ne? 100, ja. Stimmt, wir haben gestern ein bisschen, letztes Mal ein bisschen abgeräumt. Kann das sein? Kann das sein? Das kann sein, ne? Ich komme sofort. Bin gleich bei Ihnen. Bin gleich da. Nee, so geht das. Achso, die hat heute Karte gleich gekauft. Natürlich. Das ist selbstverständlich. Ja. Na klar. Eins. Hoch. 51. Bitteschön. Natürlich, gleich. Ja, vor 146. Na klar. Ja. Passt so. Tschüss. Cash. Cash Money, Brother. Cash fucking Money. Ciao. So. Kizu, ne? Ja, ne, ja. Ja, und bei euch so? Boah, ganz schön viel los heute. Holy shit, Alter. Ich dachte, wir gehen entspannt wieder rein. Ich dachte nicht, dass die mir die Bude einrennen heute. Wie sieht denn das eigentlich aus hier? Sind wir noch auf 7? Nee, sind wir nicht. Warte, aber ich dachte, das ist auf 7. Ah, die sind auf 7 und dann hier auf 8 wahrscheinlich. Ah. Das sind erst die nächsten. Ha. Ach so. Übrigens, die Fliege ist nicht raus, ne? Wollte ich nur kurz gesagt haben. Die Fliege, also entweder ist bei mir durchs Fenster wieder rein oder die ist einfach nur drin. Weil die hier gerade durchgeflogen ist, sie ist aber wieder in die Küche. Das ist sehr freundlich. Das wollte ich nur kurz gesagt haben. Sparen wir auf was gerade? Was würde ich denn an Regal los? Ich würde vielleicht das Regal hier, weiß ich nicht. Mir gefällt der, das ist so Storage. Ja, wohl für die Würfel ist das gar nicht so verkehrt, ne? Vielleicht behalten wir das auch für die Würfel. Weiß nicht, ob ich von dem hier Fan bin. Ich weiß es noch nicht.
Jetzt haben wir die Option, die Sachen notfalls auch wieder zu verkaufen. Ich bin gerade ein bisschen lost. Ich weiß gerade noch nicht, wo wir hinwollen. Die Tische sind beliebt auf jeden Fall. Wir kosten die nächste Store-Erweiterung ansonsten. Notfalls. $500. Ja. Na klar, hier. Ja, ja, sie kaufen den Laden leer. Ja, nee, das kann ich. Tschüss. So, was haben wir denn zum Auffüllen? Das hier sind rote Würfel. Haben wir. Haben wir. Kuh. Ablegen. Alte Packs. Haben wir ein paar verkauft. Können wir ein bisschen was auffüllen. Rappen wir wieder. Schnell mal ab. Ein Toploader haben wir noch. Haben wir aber literally keinen verkauft, ne? Crazy. Crazy. Na, das sind Würfel. Würfel könnten wir stocken, aber jetzt nicht so crazy, crazy, crazy. Okay. Ha, das ist der Toploader. Let's go. Tschüss. Wir könnten Preise mal eben durchgucken. Ich fülle den Toploader eben auf. Denn dann kann der Karton weg. Und dann gucke ich nochmal über die Preise, maybe. Da können wir nämlich auf 18. Wir hatten ja da überall. Ha! Und der direkt. Alles klar! 50 Cent teurer geworden vor meinen Augen. Das finde ich gut. Ja, da können wir auf 20,50 rein. Hypothetisch, aber das ist okay. Da könnten wir auf 17. Da könnten wir, weiß nicht, wir versuchen mal 32. Toploader. Ist okay, glaube ich. Die sind okay. Die sind okay. Die sind okay. Bin gleich da. Ach, wir haben zwei Dingis mit weißen Würfeln, kann das sein? Ja. Und das ist auch okay. Alles klar. Oha, sind jetzt alle mit Zocken fertig. Das ist ja... Okay. Alle gleichzeitig fertig. Hi. Entschuldigung. 98 Cent. Boah, das ist ein crazy Preis. Dankeschön, Dankeschön. Tschüss. Bisschen Deo, nie verkehrt, ne? Ja. Hier gibt ein 10er zurück. Abfahrt. Und auch eine Karte. Ja, die ist schon teuer. 2, ne, 7, 8. Ne, die ist nicht teurer. Das Wechselgeld ist nur teuer, lol. So, bitteschön. Der nimmt auch noch eine Karte, alles klar. Das ist in Ordnung, ja. Glaube ich auch, dass das in Ordnung ist. Die Preise sind fair. Oh, zwei Stück gleich. Nice, nice, nice. Bitteschön. Ich kaufe mir gerade das Kartendisplay leer, ne? Muss vielleicht gleich wieder auffüllen. Oh, da kommt ein Stingi, da kommt ein Stingi. Oh, das erste Mal mit Karte heute. Ein Stinky. Und der geht spielen, das ist schlecht. So, bitteschön. Viel Spaß weiter beim Spielen. Dankeschön, tschüss. Also nicht tschüss, aber ne, ihr wisst, was ich meine. So, Sterni. Warte mal, wir machen Wind. Der sieht schon auch nice aus, ne? Die Karte sieht auch nice aus. Wirklich. Also tatsächlich. Sama, ich will hier das Regal restocken. Wie soll das gehen, wenn ihr mir hier die Karten quasi aus der Hand reißt? 2,12 €. Dankeschön. Beschwere ich mich gerade, dass die Karten kaufen? Ja, irgendwie schon, ne? Weiß ich nicht. Nicht so clever. Oh no! Der hat einen Schnapper gemacht, der hat einen Schnapper gemacht. Habe den falschen Knopf gedrückt. Naja. Passiert, war passiert. Das hat passiert. 15. 89, bitteschön. Ja, guck mal, jetzt haben wir 974. Dann können wir gucken, ob wir dann. Ich würde da gern zweimal Store erweitern, da bin ich ehrlich, einfach die Wand hier komplett nach hinten setzen. Ich frage mich auch, ob der einfach nur nach hinten weitergeht oder ob der irgendwann auch in die Richtung weitergeht. Fragen über Fragen. Aber deshalb bin ich gerade vorsichtig, was von dem Geld auszugeben. Vielleicht machen wir das ja entweder abends oder halt, ne? Keine Ahnung. Gucken wir mal. Schauen wir mal, was wird. So, 26 und 10. Dankeschön. So,
Starterboxes könnte man da mal wieder kaufen, potenziell. Da müssen wir natürlich vielleicht trotzdem auch drauf gucken. Auf die Waren. Nur keine neuen Karten mehr im Dings, im Sortiment. Also in, ne? Hier. Das hier. Müssen wir vielleicht auch mitholen. Der Rest geht, ne? Würfel haben wir alles noch da. Und die alten Karten auch. Ich schicke das mal so ab. Der Rest könnte tatsächlich wirklich gehen. 21 Dollar hoch. Abfahrt. Es kann sein, dass der fast leer wird hier, die Kiste. Oder vielleicht wird die sogar leer. Ja. Ja, fast zwei kaufen können. Ja, fast zwei von kaufen können, bin ich ehrlich. So, hier können wir langsam das Licht wieder anschalten. Hallöchen, Dankeschön, sehr freundlich. Danke. 39 Dollars. Zwei Karten, ja. 37 Cent Rückgeld. Nice, nice. Läuft doch gut heute. Holy shit. Läuft sehr gut. Ein Starter-Set. Die gehen wie immer gut. Thank you. Ich würde da vielleicht, boah, das mit Telegram, vielleicht ein zweites von denen für mehr Würfel. Dann können wir da auch die Starterbox mit quasi auf dieselbe Ebene, irgendwie sowas. Mal gucken, das ist vielleicht ein Job für die Nachtschicht quasi. Dann heute Nacht wirklich mal ein bisschen umstrukturieren. I don't know. Oh, wir haben eine neue Store-Ebene auch, ne? Wir könnten jetzt die neuen Karten holen. Ich würde sagen, rein da war. 141 Dollar kostet ein Päckchen, ja. Machen wir gleich zwei? Ja, komm, was soll der Geiz? Machen wir zwei und dann den Gewinn von heute, ne? Den restlichen Gewinn, den machen wir dann potenziell in, ne? Irgendwas. So, was kostet denn 7 Euro? Das machen wir 8,50. Huch. 8,50, nicht 850. So. Let's go. Der wird immer gehebelt. Ich verstehe die Frage nicht. So, eine Starterbox. 8 Dollar zurück. Dankeschön, bitteschön. Wäre natürlich gut, wenn die noch ein bisschen Geld ausgeben. Wie gesagt, dann können wir potenziell ein bisschen umbauen. Vielleicht ist das erste, was ich gerne hätte, so ein. Das ist vielleicht auch das einzige, so ein Regal. Ein kleiner Schrank 150. Ich frage mich, warum der. Ah, der hat ein Plastik. Der hat eine Scheibe irgendwie. Aber kostet gleich viel. Weiß ich nicht, ob ich das andere ausprobieren will gerade, ne? Bin ich ehrlich. Aber den anderen würde ich schon sehen, ne? Für ein zweites Würfelregal quasi. Können wir potenziell noch direkt kaufen, ne? Scheiß drauf. Wir geben heute aus. Passt der noch rein? Das Bonus. Dann muss das erstmal so hin. I'm sorry, aber es muss dann erstmal so hin, bis halt, ne? Sind weiße Würfel, oder? Dann ball ich die mal da rein. Und hier raus genauso. So. Blau. Können wir auch aufstocken? Okay, ich glaube, wir müssen auch Würfel dann einfach mal nachstocken wieder. Das gerade lege ich mich ziemlich viel davon aus. Ja. Aber wir haben heute gut Umsatz gemacht. Ich glaube, vielleicht könnte man da wirklich genug kriegen machen. Okay, weißt du was? Den einen schmeißen wir da unten rein. Einfach nur, damit die Kiste auch leer ist. Einfach nur, damit die Kiste auch leer ist. Jawohl, my man. Aber wenn die natürlich einige von den alten, von den neuen Sets kommen, verdienen wir auch ganz gut dran. Bin ich ehrlich. Weil das kostet halt 8 Dollar das Pack, ne?
Okay, du kannst doch jetzt schon Valo spielen. Alles gut. Alles gut. Mindestens 10. Boah, ich muss erst mal gucken, wie viel wir. Let's go. Da haben wir die ersten verkauft. Zack, $51. Let's go. So. 96. Let's go. Schon besser. Aber wie gesagt, wir müssen halt Würfel komplett restocken gefühlt. Das hier kann weg dann. Weiß ich nicht. Die Toploader. Ich glaube, die Toploader schmeißen wir dann hier mit rein. Dann schmeißen wir die Toploader hier mit rein. Und. Weil dann könnten wir hier die ganzen Base-Sets nochmal machen, weißt du? Haben wir hier Set 1, dieses Base-Set 1, Set 2, Base-Set 2, wenn wir es mal haben, Set 3, Base-Set 3. Wirst schon Profit haben. Oh. Ah, wir haben 9. Perfekt. Ja, du kaufst noch gefühlt das Display leer, das ist gut. Danke. Nochmal kurz Cash gemacht. Tschüss. So. Guck mal, sind alle raus heute. Sehr schön. Wir lassen das Licht an. Den machen wir mal aus. So. Okay, ich brauche eine Zahl zwischen 1 und 4. Wir machen mal der Nostalgie halber 1 vom oberen, 1 vom unteren und dann gehen wir in die neuen rein, ja? Also eine Zahl zwischen 1 und 4, wir machen 1 oben und 1 da. Eine 3. Come on. Okay. Boah, Mufflin, nehmen wir mit. Safe Call. Ja, ist okay. Ist ein Solid Start. Eine Zahl zwischen 1 und 4. Oder, na, machen wir offiziell. Eine zwischen 5 und 8. Lassen wir es offiziell. Also die 6, ja? Mach jetzt mal die 6 draus. Das ist ja quasi die 6 dann. Naja, wir haben im Einkauf haben wir Gewinn gemacht, ne? Im Einkauf haben wir Gewinn gemacht. So, eine Zahl zwischen 9 und 12, bitte. Ich bin gespannt. Eine 9. Okay. Profit. Ein Moskito. Ja. Fancy Vogel. Ja. Ja. Full Art. Full Art. Ich glaube, wir haben auch. Warte mal, jetzt haben wir 60, 76. Wie viel kosten 10? 8. Wir haben quasi die 10 Stück jetzt raus. Ach so, jetzt haben wir die 10. Ja. Alles klar. Ja, 10 Stück kosten $80. Wir haben 6. Alles klar. Okay, Abfahrt. Gang. Ja, gib mir. Gib mich. Sieht komisch aus. Okay, ich brauche eine Zahl. Das klappt nicht so gut. Also ist trotzdem fast 2 Packs, ne? Aber neun, zwischen 9 und 12. Zwischen 9 und 12. Das war das zweite, ne? Ja. Die 12. Ja. Fisch ist immer gut. Fisch ist immer gut. Hat der Vogel ein Schwert? Ich frage nicht. Ich frage nicht. Das sieht cool aus. Das sieht super fancy aus. Hypersterni. Ich weiß gar nicht, ob es hier noch einen Sterni gibt. Werden wir sehen. Dann sagt mir eine Zahl zwischen 9 und 12. Sagt mir, wo der Sterni drin ist. Oha. Einfach. Weiß ich nicht. Oha. Ja. Not bad, not bad. Pack Nummer 4. Eine Zahl zwischen. Ja, ich mach mal kurz hier. Gib mir schon eine neue Zahl zwischen 9 und 12. Wow, badass. Eine 11 machen wir dann, okay. Ja. Okay. Okay. Was war das? 11? Pack Nummer 6. Und dann dürfte jeder nochmal eine, dann haben wir 12, dann haben wir 8, 10 Stück. Moa. 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 Ne, dann haben wir 8, oder? Das war der 6.
So, das haben wir mal 8. Ist egal, gib mir nochmal eine Zahl. Haben wir noch ein bisschen Platz? Wir haben da noch ein bisschen Platz. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Eine 10. Ja. Also jeder war 8 Euro plus, ja, das ist richtig. Jedes. Also fast jedes. Danke dafür, Emil. Danke dafür. Danke dafür. Dafür mache ich noch eine 12 auf. 10 machen wir anschließend. Sehr schön. Sehr schön. Nice. Eine 10. Eins machen wir dann noch. Eines noch. Ich glaube, wir wären bei 8ern gewesen. Ich glaube, ich habe mich irgendwo verrechnet. Das müsste das 9. sein. Emil, du hast es gejinxt. Wir machen noch eine 9. Abfahrt. Come on. Noch ein Full Art. Gönn. Gönn. Das ist der Stern. Das ist der super, duper Stern. Ja, ist okay. Ist okay. So, dann, aufstocken machen wir morgen tatsächlich, weil wie gesagt, eigentlich wenn sie die Preise heute Nacht ändern, das ja eigentlich doof ist. Wir haben 384, eigentlich müssen wir noch ein Base-Set kaufen, ne? Kaufen wir da noch eins, wir kaufen mal gleich da noch eins. Haben wir sonst was dringend ist wäre, Top-Loader könnten wir tatsächlich schon wieder. Sternis gehen noch, sind aber auch so lala, aber ist halt auch nicht günstig. Und vielleicht noch eins von einem älteren. Wollte mir schon wieder jemand Video andrehen? Bonus. So, Base Set. Ich lage das mal direkt um. So, wir machen die Sternis eins runter. Ja, eigentlich müssen wir die Sternis nach oben, ganz ehrlich. I'm sorry, wir müssen die Sternis ganz nach oben. Viel Erfolg! Entschuldigung. Habe nur halb aufgepasst. So. Und dann die Toploader hier raus. Toploader hier rein. So, da haben wir die Basebox nämlich. Da! Und dann können wir dann hinter denen quasi die Baseboxen zu dem jeweiligen Set dann noch mit reinballern. Ich hoffe jetzt mit der verringerten Miete können wir dann vielleicht auch ein bisschen öfters neue Sachen holen. Das ist so die Hoffnung. Aber heute lief er allgemein ganz gut, auch umsatztechnisch und so, glaube ich. Let's go. Fast komplett voll. Sehr schön. Haben wir zwar nichts zum Restocken, ne? Aber trotzdem, voll sind wir trotzdem fast. Okay. Toploader können wir jetzt nicht stocken. Jetzt haben wir genau voll. Aber das macht ja nichts. Da können wir tatsächlich die Kiste ins Eck stellen. Vielleicht dafür gar nicht so bad. Machen wir da kurz Platz für die Kisten. Ja. Dann würde ich sagen, ich stelle mal auf offen. Gehe zum nächsten Tag. Mal gucken, ob das dann direkt offen ist. 1032 Dollar haben wir verdient. 226 durch Karten. Na gut, das war die einzelnen Karten wahrscheinlich, ne? Ich glaube.